Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen neuen Lesevlog und ihr habt sicher im Intro und auch im Titel vom Video schon gesehen, um welches Buch es sich handelt. Und zwar werde ich im heutigen Vlog das neue Buch von Stephen King lesen und zwar Fairy Tale. Ich bin so gespannt auf dieses Buch. Ich habe es erst vor ein paar Tagen auf Instagram gesehen, allerdings die englischsprachige Ausgabe. Und ich war dann ja super überrascht, als ich nur ein, zwei Tage darauf die deutsche Ausgabe in der Buchhandlung in die Hände bekommen habe und ich dachte mir dann so, wow, okay. Ja, deswegen, ich habe mir das Buch gleich geschnappt, ich habe es aus der Buchhandlung mitgenommen und bin jetzt super bereit, da einzutauchen. Um was es in dem Buch geht, der Rücken, der sagt eigentlich überhaupt nichts, aber der kleine Klappentext innen im Buch, der gibt uns so ein bisschen Aufschluss. Und ja, ich glaube, ich lese euch einfach den Klappentext mal vor, damit ihr auch wisst, ja, um was es sich hier ungefähr handeln wird. Und zwar steht da, der 17-jährige Charlie Reed hat kein leichtes Leben. Seine Mutter starb, als er 3 war und sein Vater ist dem Alkohol verfallen. Eines Tages offenbart ihm der von allen gemiedene, mysteriöse Nachbar auf dem Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie schließlich auf eine abenteuerliche Reise in eine andere, fremde Welt führt. Dort treiben mächtige Kreaturen ihr Unwesen. Die unterdrückten Einwohner sehen in Charlie ihren Retter. Aber dazu muss er erst die Prinzessin, die rechtmäßige Gebieterin des fantastischen Märchenreichs, von ihrem grausamen Leiden befreien. Also ja, ich bin super gespannt, was dieses Buch für uns bereithält. Soweit ich weiß, handelt es sich hier nicht um ein Horrorbuch. Zumindest hat es auch vom Klappentext her nicht den Eindruck gemacht. Allerdings ist das Buch mit seinen, ja, fast 900 Seiten wieder so ein ziemlicher Klunker. Ja, und ich bin gespannt, wie lange das Ganze dauern wird, damit ihr ungefähr einen Rahmen habt. Heute ist Dienstag, der 13. September. Ja, und ich werde jetzt einfach mal beginnen, dieses Buch zu lesen. Ich nehme euch auf die Reise mit und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich irgendwas zum Buch zu sagen habe.
Freunde, es ist ein paar Stunden später und ich bin bereits mit einem Update zu Fairy Tail zurück, denn ich habe die ersten Seiten gerade durchgesucht und ich bin jetzt auf Seite 113, was viel ist, aber für das Ausmaß von diesem Buch trotzdem fast nichts ist eigentlich. Und was ich bis jetzt dazu sagen kann, auf Seite 113 ist schon vieles passiert, allerdings bei weitem nicht alles von dem, was im Klappentext vorkommt. Deswegen, ja, ist für mich persönlich meiner Meinung nach so ein typisches Stephen King Buch, dessen Anfang sich so hinzieht und sich Zeit lässt, die Dinge zu entfalten. Also ich persönlich, ich mag die Stephen King Bücher mega gerne und ich hatte das bei anderen Büchern von ihm auch schon so im Gefühl, dass der Anfang sich einfach Zeit lässt, so die Dinge zu erklären, und die Geschichte, die uns erwarten wird, so vorbereiten zu können. Und bei diesem Buch finde ich, das ist genau, ja, eigentlich auch so. Und zwar, ja, geht es hier um den jungen Charlie und wir lernen Charlie kennen, als er noch ein Kind ist. Und da ist mir bereits auch schon ein Fehler aufgefallen, weil hier im Klappentext habe ich euch ja vorgelesen, dass seine Mutter stirbt, als er 3 Jahre alt war. Das steht da. Stimmt aber gar nicht. Seine Mutter starb im Jahre 2003 und da muss er 7 gewesen sein, weil im Jahr 2013, also 10 Jahre später, war er 17. Also entweder kriege ich irgendwie gar nichts auf die Reihe oder der Klappentext ist wirklich falsch, aber seine Mama starb, als er 7 war. Und ja, wie gesagt, auf der einen Seite ist schon sehr viel passiert, finde ich, in der Zeit, die ich jetzt mit dem Buch schon verbracht habe, aber eben auf der anderen Seite irgendwie gar nichts, weil vom Klappentext her kann man ja sagen, dass Charlie in eine andere Welt, in ein Märchenreich, was auch immer, kommen wird und da, wo ich jetzt bin, da ist noch keine Spur davon. Also ja, macht euch vielleicht darauf gefasst, dass das Buch eher langsam startet und wir uns nicht gleich ins Getümmel stürzen. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es weitergeht. Denn an der Stelle, wo ich jetzt bin, ist Charlie ja schon in der viktorianischen Villa, wie es ja genannt wird. Ist er schon ein paar Mal drin gewesen. Und ich hoffe, dass er bald Entdeckungen machen wird, die ihn da in dieses, ja, fantastische Abenteuer hineinwerfen werden. Ich werde euch auf jeden Fall wieder updaten, aber wahrscheinlich erst morgen, denn nachher gibt es einen Filmabend mit meinem Freund und ich lese das sicher morgen noch weiter und werde euch wieder berichten. Hi Freunde, heute gibt es wieder ein Update zu Fairy Tail. Es ist nämlich ein paar Tage später, heute ist Freitag und mir geht es heute nicht so gut. Ich habe die Grippe oder irgendwas erwischt, also ich bin nicht genervt oder irgendwas, ich mag einfach überhaupt nicht. Aber
Ich wollte trotzdem ein Update geben, weil ich bei dem Buch jetzt ziemlich genau in der Hälfte bin. Ich bin nämlich auf Seite 442. Und an dieser Stelle denke ich, dass ich wahrscheinlich endlich mal ein bisschen mehr über das Buch sprechen sollte, weil im ersten Update, so nach 100 Seiten war das, glaube, habe ich gar nicht richtig über das Buch geredet, weil ich halt auch nicht spoilern will, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele das Buch noch lesen möchten. Ich habe mir dann aber überlegt, eigentlich ist der ganze Klappentext schon ein Riesenspoiler, also der fasst die Geschichte des Buchs mehr oder weniger von A bis Z zusammen. Deswegen denke ich kann euch schon ein bisschen mehr über den Anfang des Buchs erzählen. Und das mache ich jetzt. Also, ja, in Fairy Tale, hier geht es um Charlie. Und Charlie ist 17 Jahre alt, als ja der Hauptteil der Geschichte beginnt. Und Charlie wohnt in einer Umgebung, in der ein sehr merkwürdiger Mann wohnt, und zwar Mr. Bowditch, den alle kennen, aber niemand kennt in dem Sinne. Und die Geschichte startet, also nimmt eigentlich ihren eigentlichen Lauf, indem dass Charlie eines Tages nach Hause geht und da auf dem Weg einen Hund leise bellen hört, und das ist der Hund von Mr. Bowditch. Und Charlie denkt sich dann, okay, ich gehe mal nachschauen, was da los ist. Und er sieht dann, dass Mr. Bowditch zu Hause einen Unfall hatte und hilft ihm. Und ja, Charlie wird dann sozusagen der Lokalheld, weil in dem kleinen Dorf, in dem er wohnt, da kommt das natürlich überall in den Zeitungen, in den Nachrichten, dass Charlie halt Mr. Bowditch gerettet hat. Und ich finde Charlie so ein cooler Charakter, weil er allen immer sagt, hey, ich habe Mr. Bowditch nicht gerettet. Ich habe den Hund halt jammern hören und dann habe ich einfach den Notruf gerufen. Das ist so ein bisschen Charlies Charakter. Er ist wirklich mega, mega sympathisch. Ich mag ihn total gerne. Und ja, am Anfang des Buches, besser gesagt, ja, eigentlich den ganzen ersten Viertel, was über so ein dickes Buch gesehen recht viele Seiten sind, begleiten wir einfach Charlie, wie er ja sich um Mr. Bowditch kümmert nach seinem Unfall und wie die beiden Freunde werden. Dank Mr. Bowditch, ja, kommt Charlie in die neue fremde Welt. Was er da tut, erzähle ich euch nicht. So viel erzählen möchte ich nicht. Auf jeden Fall ging es etwa einen Drittel, bisschen mehr, bis wir zum ersten Mal eigentlich Wind von dieser fremden Welt bekommen haben. Und an der Stelle, wo ich jetzt bin, sind wir auch in dieser fremden Welt und haben da schon Menschen getroffen. Und was ich mega cool finde, die Menschen, die wir bereits getroffen haben, die sind alle mega nett. Und ich hoffe einfach so sehr, dass denen nichts passiert, weil das sind alles so liebe und herzensgute Menschen, die Charlie alle auf Anhieb ins Herz geschlossen haben. Ja. Ich hoffe, dass es so weitergeht, aber ich glaube, die Gefahr naht langsam, denn Charlie hat in dieser fremden Welt eine Aufgabe zu erledigen, eine sehr, ja, will ich jetzt sagen, sehr ehrenvolle Aufgabe, was ich mega cool von ihm finde, dass er das Ganze halt auf sich nimmt, die gefährliche Reise. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg dahin, an der Stelle, in der ich im Buch bin, in der Hälfte. Und ich habe so Angst, dass das Ganze schief geht, und ich bin einfach so gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde heute hoffentlich noch ein bisschen lesen können, wenn es die Kopfschmerzen zulassen. Ja, aber ich muss sagen, das Buch gefällt mir so, so gut bis jetzt. Und ich finde auch, es ist bis jetzt ein mega Wohlfühlbuch. Also ich denke, dass es irgendwann im Verlauf der Geschichte noch gefährlich oder turbulent werden könnte. Aber bis jetzt, finde ich, ist es einfach so ein mega schönes, wohliges, warmes Buch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall weiterzulesen. Ich glaube, ich habe jetzt genug geplappert. Ein bisschen was halte ich mir noch für das finale Fazit auf. Aber ja, kurzes Update in der Mitte. Ich bin begeistert. Ich liebe es. Ich kann es nicht erwarten, fertig zu lesen. Und ich hoffe, dass ich das übers Wochenende auch schaffen werde, weil ich möchte wissen, wie es ausgeht. Ja. Genau, das war es erstmal fürs Update und wir sehen uns dann wieder, wenn es mir hoffentlich ein bisschen besser geht. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, bis dann.
Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Update. Es ist jetzt ein paar Tage später und es geht mir zum Glück auch wieder gut. Und in Zwischenzeit habe ich Fairy Tail fertig gelesen, deswegen kommt jetzt hier mein finales Fazit zu diesem wunderschönen Buch. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ich euch alles erzählen kann und was nicht, weil ich möchte euch ja nicht spoilern. Aber eigentlich, ich glaube, ich habe es auch im letzten Update schon gesagt, der Klappentext, der erzählt uns halt schon die ganze Geschichte. Also der nimmt uns so ein bisschen was vorweg, was passieren wird. Deswegen versuche ich einfach, mich ein bisschen kurz zu halten, damit ich euch nicht noch mehr von der Geschichte vorwegnehme. Aber natürlich möchte ich mein finales Fazit mit euch allen teilen. Das war ja der Grund des Vlogs. Ja, Fairy Tail, wie hat es mir gefallen? Ich fand das Buch ganz fantastisch. Die Charaktere, die sind alle so liebenswürdig. Also natürlich haben wir auch einen Bösewicht in dem Buch. Der war natürlich nicht ganz so liebenswert, aber alle die Charaktere, also Charlie und Mr. Bowditch, die beiden, die da eine Freundschaft bilden, das war so schön mitzulesen und so warmherzig. Und dann die Personen, die Charlie in der, ja, er nennt sie Anderswelt trifft, die sind auch alle einfach so nett und so toll und ich habe die alle so ins Herz geschlossen. Und dann kommt noch Charlies Vater, der, finde ich, auch ein unglaublich toller Mensch ist, weil Charlie, also Charlies Vater, der hat den Tod seiner Frau nicht ganz so gut verkraftet. Das lesen wir ganz am Anfang des Buches. Er ist da in eine Alkoholsucht reingeschlittert und da, ja, hat er so ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren, weswegen Charlie auch schon sehr jung sehr selbstständig wurde. Das merkt man auch halt im Buch, dass Charlie ein sehr, sehr selbstständiger junger Mann ist und wirklich viel über seine Taten nachdenkt und sehr, ja, sehr bewusst und sehr erwachsen handelt. Aber Charlies Vater, er kann sich aus seiner Sucht wieder befreien und ich finde, er wird einfach so ein toller, verständnisvoller Vater. Und auch die Beziehung, die die beiden zueinander haben, ist einfach so schön zu lesen. Also alle Personen, die in dem Buch vorkommen, ich habe die so ins Herz geschlossen und die haben das Buch, obwohl es abenteuerlich, ziemlich gefährlich, teilweise ein bisschen düster ist, die haben das Buch zu so einem Wohlfühlbuch gemacht. Und das Buch hat auch perfekt, finde ich, in die jetzige Jahreszeit gepasst. Wir starten mit dem Buch im April, als Charlie Mr. Bowditch kennenlernt, also ihn, ja, rettet sozusagen. Und das Buch spielt dann so über den Sommer hinweg bis in den Herbst. Und im Herbst nimmt dann die eigentliche Story mit der Anderswelt halt auch seinen Lauf. Deswegen ein super Buch für den Herbst. Also falls ihr noch ein Buch sucht, ich fand, das hat eine super, ja, schöne Atmosphäre, die ganz toll so in den September jetzt passt. Also Tipp am Rande. Ja, und dann die Anderswelt. Ich muss leider, leider sagen, als Charlie in die Anderswelt geht, bekommt er da ja sozusagen eine Aufgabe. Und als es eigentlich spannend wurde, hat mich das Buch tatsächlich ein bisschen losgelassen. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war ungefähr von Seite 520 bis 670, so plus minus 150 Seiten ungefähr, in denen Charlie in eine Situation geraten ist, die absolut nicht gut und sehr gefährlich ist. Also eigentlich war es ein super spannender Teil der Geschichte, aber mich hat da das Buch irgendwie so ein bisschen verloren, weil Charlie, er ist da in der Anderswelt unterwegs gewesen, zusammen mit Raider, also mit dem Hund. Und er wurde da kurzzeitig von dem Hund getrennt und von dem Moment weg, als Charlie nicht mehr mit seinem Hund unterwegs war, hat mich die Geschichte irgendwie einfach verloren. Obwohl wir in dem Teil, der für mich nicht so packend war, super, super viel über die Anderswelt kennenlernen und über die Hintergründe und warum die Welt so ist, wie sie jetzt ist, wie es dazu gekommen ist. Also eigentlich super spannend, aber mich hat da die Geschichte verloren irgendwie. Deswegen gebe ich dem Buch leider, leider auch nur 4 von 5 Sternen. Es ist trotzdem ein Highlight. Ich liebe das Buch, aber ja, 150 Seiten sind halt nicht wenig. Und ich habe mich da wirklich so ein bisschen durchackern müssen, bis für mich der
der Geschichtslauf wieder so Fahrt aufgenommen hat. Ich könnte mir super gut vorstellen, dass genau dieser Teil für viele der absolut spannendste an dem Buch ist. Also vielleicht, ja, keine Ahnung, ich war auch krank, vielleicht habe ich da auch einfach keine Geduld gehabt zu lesen, who knows. Aber auf jeden Fall, das Buch abschließend fand ich wirklich, wirklich toll, auch wie Charlie das ganze Thema mit der Anderswelt halt gehandelt hat, auch in seinem späteren Leben. Absolut fantastisch, ein richtiges Wohlfühlbuch, das so ganz, ganz langsam aufbauend ist und dann sich ja so in dieser Anderswelt halt entlädt. Und ich fand es absolut spannend. Ja, und mir hat es wirklich, wirklich super gut gefallen, bis auf den kleinen Teil, der für mich nicht ganz so unterhaltsam war. Ja, aber ein absolut gelungenes Buch, ein wahres Meisterwerk. Und was ich auch so, so, so schön fand an dem Buch, also das Buch, die Geschichte ist wirklich ein Buch für Menschen, die Bücher mögen, weil in dem Buch kommen so, so viele Referenzen zu anderen Büchern vor. Also zum Beispiel Ray Bradbury wird ganz oft in dem Buch erwähnt und ihr kennt mich langsam, ich liebe Ray Bradbury, ich werde nie müde, über seine Bücher zu reden. Deswegen fand ich es so schön, dass Ray Bradburys Bücher so oft in diesem Buch hier vorkamen. Und auch die Bücher von H.P. Lovecraft werden so oft erwähnt. Allgemein einfach Klassiker, George Orwell wird da ganz oft erwähnt. Natürlich so kleine Hints zwischen anderen Büchern von Stephen King, die sind da auch drin. Also ich fand es wirklich toll, dass das Buch eigentlich sozusagen ein Märchen erzählt, also über einen Jungen, der in eine andere Welt gerät und da diese Welt retten muss, uns halt trotzdem noch den Bezug zu so vielen anderen Büchern drin hat. Und natürlich auch Charlie, der zieht selber immer von sich, von seiner Person auf Personen aus Märchen, weil er sozusagen ja auch ein Märchen erlebt. Also ganz, ganz fantastisch. Wenn ihr Bücher mögt, dann werdet ihr dieses Buch auch mögen, einfach weil das Buch sozusagen ein Märchenbuch für Erwachsene ist. Ich glaube, das steht da sogar irgendwo auch. Ja, da auf der Innenseite vom Klappentext steht: Eine Geschichte, die dunkle und helle Seiten vereint, Zerstörerisches und Heldenhaftes, das Aufregende und das Herzwärmende, ein Märchen für unsere Zeit. Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das unterschreibe ich komplett so. Ich möchte jetzt auch nicht mehr länger schwafeln. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen gibt. Ich liebe das Buch. Haltet in der Mitte einfach durch, falls ihr den Teil, den ich nicht so packend fand, auch nicht ganz so prickelnd findet. Aber an sich, es war ein super spannender Teil. Also vielleicht gefällt es euch ja auch am besten. Wer weiß. Ja, ich liebe das Buch, es ist fantastisch, ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Auch wenn ihr nicht Stephen King Bücher lest, weil ihr denkt, der schreibt doch nur Horror, dann nehmt vielleicht dieses Buch. Es ist überhaupt kein Horrorbuch, es ist wirklich ein modernes Märchen, würde ich sagen. Ganz fantastisch, wunderschön geschrieben und es ist auf jeden Fall ein Buch, das man wieder lesen kann und wo einem dann sicher ganz andere Sachen nochmal auffallen werden. Also ja, ich finde das Buch ein richtiger Schatz. 4 von 5 Sterne, ein bisschen Abzug hat es für mich gegeben, aber trotzdem, ja, ich liebe es. So Freunde, jetzt lasst mich wissen, ob ihr auch vorhabt, das Buch zu lesen oder falls ihr es schon gelesen habt, dann lasst mir noch gerne eure Meinung in den Kommentaren, aber bitte bleibt spoilerfrei, falls andere die Kommentare auch lesen möchten, die das Buch noch lesen werden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt gesund, Freunde, passt auf euch auf und wir sehen uns bald. Tschüss!